Fashion, Fashion, Fashion Star. Zusammen mit Piqueur Eskadron suchen wir das beste Reitoutfit. Vier Reiterinnen shoppen um die Wette. Wer wird gewinnen? Inke, Susanne, Antonia oder Diana? Unser Juror Jens Hilbert hat die Wahl. Welcome to Fashion Star. Hallo ihr Lieben, ich bin der Jens und ich freue mich ganz besonders auf die heutige Sendung. Wir haben eine Ordnungshüterin, eine Polizistin und auch gleich noch eine Springreiterin und noch ein Supermodel dazu. Unsere Antoni, ach ja, Toni Gahn sage ich immer zu ihr, Victoria's Secret Fashion Model. Und wer so schön ist und wer einfach so cool ist, dem kann zum allerersten Mal bei Fashion Star überhaupt ein riesen Fauxpas am Ende der Sendung passieren. Was passiert ist, wie spannend das war, das seht ihr jetzt bei Fashion Star. Antonia und Silvester. So harmonisch sah es bei den beiden nicht immer aus. Ihr Schimmel hat großes Potenzial, aber ab und zu wird er auch panisch. Doch die Oldenburgerin ist geduldig und liebt die Herausforderung. Pferde wie Silvester wecken ihren Ehrgeiz und machen ihr Spaß. Den Pferdeverstand hat sie von ihrem Papa geerbt. Als Trainer und Turniertrottel ist er Antonias größtes Vorbild. Wenn sie sich nicht um schwierige Pferde kümmert, dann löst die 23-Jährige andere Probleme. Als Polizistin kommt ihr ihre Geduld zugute. Ob Geduld auch beim Kleidershoppen zum Sieg verhilft, wer weiß. Mal sehen, was Antonias Shoppingbegleitung so zu bieten hat. Hi, ich bin Lea. Ich bin heute Antonias Shoppingbegleitung und ich freue mich sehr auf den Tag mit Antonia und wir werden zusammen gewinnen. 10.000 Quadratmeter, pures Shoppingglück. Bei Löstau in Lehrte muss Antonia jetzt für sich und ihren Silvester ein zum Motto passendes Outfit finden. Mit 600 Euro und begrenzter Zeit. Doch vorher wartet noch die Blackbox auf sie. In dieser schwarzen Kiste ist eine Überraschung von Piqueur Eskadron oder Löstau versteckt. Was ist da wohl drin für dich, Antonia? Nimmst du das zusätzliche Teil oder lieber mehr Shoppingzeit? Mit Geschenk hast du 15 Minuten, ohne dagegen ganze 20. Antonia, entscheide dich. Trommelwirbel. Was meinst du denn? Machen. Okay, komm, du bist nur fahren. Okay. Okay, mal gucken, was hier drin ist. Eskadron-Gamaschen, nicht schlecht. So, jetzt noch die goldene Schleife finden und auf die Klamotten, fertig, los! Was ist denn jetzt das Motto? Ja, das müssen wir jetzt suchen. Ach so. Antonia, die ist aber süß. Oh Gott, ist falsch. Und ist Springreiterin und hat schon mal ein Training gewonnen bei Lea, Marco Kutscher. Nein. Du? Mit Piqueur. Lea, wie wichtig ist Antonia ein Fashion-Star-Sieg? Ja, sehr wichtig ist Antonia, das zu gewinnen. Wie ehrgeizig ist sie denn? Antonia ist immer sehr ehrgeizig. Und woran merkt man das? Ja, sie gibt halt einfach immer alles, wenn sie irgendwo mitmacht oder auch in ihrem Studium oder beim Reiten generell. Antonia, hast du was? Nein, hab ich nicht. Scheiße. Na, na, na. Ja. Immer noch kalt? Naja, wird wärmer. Ziemlich warm. Ich hab's. Yay! Okay. Wo steht das? Auf der Schleife. Einfach, luftig und elastisch. Okay. Ja. Antonia ist heute für mich, ganz ehrlich, wenn ich mir ihr Ärschchen angucke, da habe ich ja als schwuler bester Freund. Also, sie ist jetzt für mich Victoria's Secret Supermodel Toni Gahn, oder? Antonia, darf ich Toni zu dir sagen? Ja, das finde ich gut. So dunkelblau ist immer gut, oder? Das wird auf jeden Fall gut zu ihm passen. Und auch, glaube ich, zu den Gamaschen, oder? Ja. Passt die dazu? Guck mal. Ja, ne? Ja. Oder Toni Gahn for Piqueur and Löstau in the High Fashion Entertainment Show. Ob sie der Fashion Star der Woche wird, das wird sich noch weisen. Gib mal Gas, wir sind im Halbfinale. Vorletzter Tag. Stopp. Blau. Das dunkelblau? Ja, das sieht doch gut aus, oder?
Nee, das ist nicht luftig und hübsch genug. Ich will nicht so dunkelblau. Passt aber zu ihrem Job. Ist die Toni nicht Polizistin? Okay. Oh. Hallo, liebe Toni. Ja. Dies ist aber auch sehr luftig. Also ich glaube, das ist gut. Und kurz die richtige Größe haben. Witzig, ist mir ein bisschen zu groß. Elastisch. Leggings. Toni, gefällt's mir. Können wir zusammen zum Turnier fahren. Aber wir nehmen Marco Kutscher bitte mit im Gepäck. Den kann man schön am Abreiteplatz gebrauchen, glaube ich. Der macht mich cool, lässig. Ich. Also. Ja, XL ist halt ein bisschen groß. Ja. Dann haben wir doch auf jeden Fall jetzt noch mal Socken. Schon 5 Minuten vorbei. Ja, kein Problem. Socken, was brauchen wir noch? Die Jacke rüberziehen? Ja. Das hier ist S. Mir ist vielleicht ein bisschen zu dunkel. Ja, oder eine helle Jacke dazu? Nee, Toni. Du hast in deinem Berufsleben als Polizistin genug dunkelblau an. Mach mal ein bisschen mehr stylisch. Wobei das jetzt ein bisschen gemein. Grau und blau kann ja auch sehr stylisch sein. Das ist aber eher halt sehr dezent. Und wir sind ja im Fashion-Format und wollen gewinnen. Und passt das überhaupt alles ins Budget? Zack, hingeschmissen, tut der Gamasch. Weiter. Oder eine Cap oder so. Eine Gürtel wäre nicht schlecht. Schicken dunkel. Braun ist immer gut. Irgendwas nicht so lang. Nee. 85 ist der hier. Nee, das ist 75. Oha. Und noch was für Silvester zum Festhalten. Aber dieses passt ihm, glaube ich, gut, oder? Ach, ist aber rein, okay. Wir können noch ein paar Sachen mehr kaufen, ja. Was nehmen wir noch? Was brauchen wir denn noch? Handschuhe. Das hier ist doch auch blau, oder nicht? Hier auch. 8,5? Zu klein, ja. Hier. Hast du? Nee, die sind schwarz. Sicher? Diese sind schön luftig. Nehmen wir diese. Okay, Lea, wir haben noch, glaube ich, also einmal gucken, haben wir alles? Hier werden Strick. Schuhe! Oh! Zweimal klatschen für Schuhe. Braun oder schwarz? Braun. Sowas? Ja, die sind schick. Ich müsste eigentlich noch mit drin sitzen im Budget. Ja. Nur noch sich flitzig, das ist schwarz. Diese sind braun. Oder? Ja. Gut, dann lass uns noch einmal ganz, ganz schnell durchgehen, ob wir alles haben. Noch schnell was für zwischendurch? Wo vielleicht zum Vorbeigehen? Zum Runterziehen. Oder? Ja. Passt das denn? Wir gucken mal. Schnell. Ist das die Endspurt-Panik? Das passt. Dann kommt das eigentlich schon wieder weg. Okay. Ist halt doppelt schön. Wie viel Budget hatten wir eben? Keine Ahnung. 450 oder so. Hatten wir schon? Ja. Oder haben wir jetzt? Hatten wir schon. Ja, okay, haben wir auch. Na, was denn jetzt, Lea? Okay. Toni Garn. Also die ist echt richtig hübsch, die Toni. 40, 35, 75. Ich mal mir gerade schon den Film aus. Toni und Jens, Police Academy 17. Nach Fashion Star. 70. Toni und Jens unterwegs. Wir verhaften dann die bösen Jungs. Oh, und sperren die dann ein. Das ist ja witzig. Toll. Okay. Zurück zur Realität. Die kostet, glaube ich, auch 80. Was kostet die schon? Die waren 90, glaube ich. Sag mal, das sind teure, exklusive Produkte. Die schmeißt die gerade von Stapel zu Stapel, als wäre es hier nett. Ich glaube, die kosten so 20. 2, 1, vorbei. Scheiße, wir haben ja, was nehmen wir denn jetzt raus? Auf jeden Fall das Halfter, würde ich sagen. Das brauchen wir nicht unbedingt. Und der Gürtel ist ja eigentlich auch über, oder? Den brauchen wir auch nicht. Okay. Meinst du, es reicht? Das sieht aber noch nach mehr als 600 Euro aus. Also die Handschuhe auch einfach raus? Ja. Okay. Muss der zweite Handschuh? Da. Ja, gut. Dann kommt das auch raus. Ja. Habt ihr alles? Ja, wir haben's. Und richtig gerechnet? Aha. Einmal klatschen für fertig. Von der Leder-Leggings in die Piqueur-Reithose für knapp 140 Euro. Dazu gibt's braune Löstau-Stiefeletten, Reflex-Shirts und Jacke von Eskadron. Atmungsaktiv und elastisch. Grau auf Grau. Alles zusammen knappe 385 Euro. Wie war denn dein Fashion-Star-Erlebnis? Ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Es war zwischendurch zwar etwas stressig, aber ich glaube, dass wir es letztendlich ganz gut hingekriegt haben. Und das Motto? Hast du es gut erfüllt? Ja, also ich finde, es ist tatsächlich sehr schön luftig. Also ich kann mir vorstellen, dass es im Sommer sehr angenehm ist. Und die Hose ist sehr schön bequem und nicht so dick und steif wie jetzt zum Beispiel die Winterreithose. Und ja, also ich finde eigentlich, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Dunkelblau für Silvester.
Die Eskadron Fliegendecke ist luftig und leicht. Das Geschenk, die Gamaschen und die Streichkappen haben einen Wert von knapp 140 Euro. Die blaue Schabracke kostet fast 70 Euro. Und dann noch was auf die Ohren. Fliegenschutz für knapp 35 Euro. Gesamtpreis für Antonias und Silvesters Outfit rund 570 Euro. Hat Antonia das Zeug zum Fashionstar? Und das, obwohl Rechnen nicht ihre Stärke ist? Das weiß nur Jens Hilberts, unser Juror. Mensch, Toni, ich hoffe, du kriegst keine Bläschen an den Fingern beim Reiten, denn die Handschuhe mussten ja zurückgegeben werden. Aber trotzdem war das ja eine coole Show. Und wir freuen uns schon auf die nächste Show mit Lady Di. Unsere Diana kommt als nächstes und das aus meiner Sicht mutigste Fashion Piece, was sie im Angebot hatte, das sehen wir dann bei Fashion Star.